Heute teste ich mal eine ganz andere Einstellung der Kopfhörer und vom Ton. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe hier ein externes Mikrofon, eigentlich so ein, sonst immer vom Fernsehen kennt, wo man hier einknipst. Ich habe es jetzt halt ans Kabel geknipst. Das Mikrofon von diesem Kopfhörer habe ich ausgeschalten. Ja, und deshalb läuft jetzt halt über die Party. Ich weiß nicht, muss mal ausprobieren, ob das Sinn macht. Komisch ist halt, weil ich so extrem meine Stimme höre. Aber ich kann es hier leiser machen, indem ich Chat und Lautstärke verstellen kann. Chat oder Spiel, ja, mal lieber auf Spiel. Was ist besser, da kann ich wenigstens Lautstärke einstellen. An dem, der Kopfhörer ist auch moscht. Das ist ein alter PlayStation-Hörer. Das ist Käse. Kann ich mal hier schon reingucken. Okay. Hier, denn da habe ich gerade designt. Carbon-Bomber. Jetzt mehr oder weniger mal so ein Test. Tontest. Aber ich probiere das jetzt mal hier. Später haben wir dann eigentlich in echt 18 Uhr, Abend mal 17 Uhr. Nehmen wir gerade mal den weißen hier. PDK, also Automatik. Dienstag habe ich wieder meinen Ärztemarathon mehr oder weniger hinter mir. Deswegen läuft es auch mit dem Gran Turismo erst wieder zu spät. Bin echt gespannt, wie das rauskommt mit dem Ton. Aber es bringt alles nichts. Ich brauche trotzdem ein anderes Headset. Das ist ja das uralte Teil. Das habe ich damals gekauft wegen Rainbow Six. Aber das spiele ich ja schon gar nicht mehr. Das heißt, sich ständig die Maps ändern, geht mir das auf den Sack und ständig Bewaffnung. Das ist wirklich kacke geworden. Das war so cool mal. Ja, auf einmal hatte dann die Lieblingsfigur, wo man sich extra geholt hat und da einen Haufen Punkte und so investiert hat, Geld in dem Fall, Credits, dass man dann das holen konnte, dass man dann noch einmal hat, die Waffen gar nicht mehr wegen was das geholt hast. In jedem Update war irgendein Käse. Ja, und dann die haben sie die kompletten Maps, haben sie komplett umgeändert. Übel, meine Lieblingsmaps auch. Das Haus, dann die voll cool immer. Ja. Flugzeug, ich glaube, das Einzige, was sie nicht geändert haben. Die Nachbarn sind im Urlaub. Die Katze ist bei der Schwiegermutter. Und trotzdem ist die Besen hier am Rumkrähen. Guck mal hier. Hey! Besi! Fällt die irgendwann an. Guck mal, dass die dann. Und die hinter mir raus. Scheiße. Ach, das ist die Kacke hier, ey. Ey, Miststück, du! Bist du überhaupt, ich hopf da über den Zaun. Das ist ja das Klasse. Und dann fliegt sie hinten wieder runter. Also dagegen knallt und wie eine Feder zurückfliegt. Okay, das stimmt wohl. Wow.
als wenn ich hier zurückschalten, aber geht ja gar nicht. Das ist ja das Gute, wäre also der Corso, da kann ich die PDK nehmen. Der Corso Doppelpunktungsgetriebe, die ist automatisch. Kannst aber trotzdem noch eingreifen, also kannst manuell noch zusätzlich schalten. Das finde ich halt echt chefmäßig, das haben wir halt echt verpasst, das einzubauen. Das gab es aber glaube ich nie. Wir das komplett manuell fahren müssen. Oder komplett automatisch. Immer hier, ey. Scheiße, verdammt. Das ist echt doof, also ich weiß auch nicht, warum du das nicht machen kannst. Ich könnte sogar beim Formel 1, bei EA Sports, könnte ich sogar machen. Ich habe auch einen Bescheid, wie kann ich zusetzen. Das Gute ist, wenn dann die Leute lernen können, in dem Moment zu schalten, dass man dann komplett manuell, irgendwann komplett manuell fahren kann. Mit dem Auto macht es aber halt Sinn, der Automatik, das ist halt eine Automatik. Da gibt es ja nicht einen Schalter. Das wird dann der 911R, der hat einen Schaltgang-Getriebe. 6-Gang-Anschalter. Gleicher Motor, aber nicht mehr so ein riesiger Flügel. Aber es ist super, mega Wert gestiegen, weil wir limitiert waren. Das ist halt eine richtige Fahrmaschine. Ich finde den GT3er ist auch Hammer. Aber der R ist schon aus seiner Hälfte. Ist inzwischen glaube ich 700.000 wert oder so. Das ist so ein Typ, der hat sich bei zwei davon bestellt, ohne dass es, dass er überhaupt wusste, wie die aussehen. Also, das hat alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich glaube, weniger kostet als der GT3 RS, das war bei 180.000 war, ein Wahnsinnsgeld. Und der R-Wagen war, glaube ich, günstiger. Im VK. Und das ist so in die Höhe gestiegen, dass ich glaube, das war 111 Grad. Jedenfalls. Und noch weniger, ich weiß es nicht mehr. Ja, und irgendwie habe ich den Eindruck, dass die keine Updates mehr machen. Und irgendwie ist es so eine komische Schüssel. Einfach das hier reingemacht. Den sie sich sparen können. Und dadurch vor dem Porsche Taycan. Und gab es auch das Update erst. Der war nicht von Anfang dabei. Das Spiel rauskam, da gab es den Taycan nicht mal. Und dann haben sie nachgeführt, also nachgemacht. Nachgereift quasi. Aber schön GT2 RS und hier noch mal. Mit dem neuen 992er Porsche, die neue Motorreihe. Finde ich auch so geil. Das ist der erste 911er, wo er verschiedene Reifengrößen hat oder Radgrößen. Und 9 Zoll höher als die Vorräder. Sieht schon verschärft aus. Mir fällt nur besser. Am Anfang habe ich ein bisschen gewöhnungsbedürftige. Also in dem Heck. Das sah schon ein bisschen komisch aus. Vor allem in der Flügel, wenn der Spoiler rausfährt und dann draußen bleibt, sieht es dann gucken aus, wie wenn man Teil fallen wird. Und wenn man was von dem Heck gestohlen hätte, und ein Loch ist zum Falkenball. Nicht die optimalste Lösung, finde ich. Aber das Auto selber sieht schon absolut geil aus. Ja, ich bin immer gespannt, wann der GT3 Restart-Lehren steht. Die Nachfolger von dem 991 oder. Ich bin gespannt. Aber es macht einfach so Bock, selbst der Eck. Gewöhnen die an die Nordschleife. Macht echt Bock. Wenn man reinlädern kann, ich schreiben. Der ist so geil in den roten Beeten, wenn so ein bisschen schon abgefahren ist. Weil es auch ein Paket.
wieder gesehen, da bei Gran Turismo, beim Project Car, ich glaube, diese Porsche-Teststrecke da in Leipzig dabei. Auch cool, Teststrecke. Zunächst mal testen. Die PS3 auch für Dings geht, für Twitch. Weil da habe ich noch Lenkrad dafür und alles für meinen Gran Turismo 6 Modus. Die Grafik ist da ja auch schon. Das war das beste Spiel auf der PS3 von der Grafik her. Der Gran Turismo war eigentlich immer so der Maßstab bei den Konsolen von Sony. Ich war von der ersten an, der PS1 damals mit Gran Turismo. Da hatten sie ein Problem im Sound, da hat sich alles so eine Spülmaschine angehört. Und das Auto war gleich. Ja, also mal wenig. Ja, jetzt habe ich mich mit der Bremsball auch nach vorne gestellt, habe, das ist schon ein bisschen cooler. Zweiten Berg reicht es hier. Ah, der hebt ab. Das ist ein leckiger Arsch, der hebt vorab. Ja, die waren jetzt richtig auf die Wirkung. Tacho. 2,70. Galgen kommt, weiß ich glaube. Und dafür ein Galgen hin, wo stand. Damals. Ich bin hier die Fuchsröhre runter. Fehlergeschwindigen war es das. Sofort fliegst du raus, dann die Zeit ist sofort verloren. Ich traue mich nicht mal schnell nach hinten zu gucken, ob mein Geist sichtbar ist. Hier der geile Arschausbrecher. Ich hab's gewusst, dass ich jetzt hier Käse baue. Verdammte Scheiße, Mann. Realistischste. Wir sitzen ja im Auto, nicht auf dem Dach oder so, laufen hinterher. Macht gleich am meisten Spaß. So. Das soll ich mich gewöhnen, aber geht. In der Zeit ist es sogar. Inzwischen kann ich die Zeiten fahren, die ich auch mit den anderen Ansichten fahren kann. Was bei manchen Leuten, bei manchen Autos ist es Katastrophe. Die Ansicht, weil die Leute so schlecht gemacht sind, dass du fast nichts siehst. Oh Mann. 80. Ja, das ist die nächste Runde, wenn ich nämlich Luft in die Karte geschossen habe. Gestern war ich ja nicht mehr drin, ne? Weil Mittag in der Stadt war.
So geil, ich wäre gestern noch einen halben Nachmittag in Stuttgart-Wangen auf dem Zoll verbracht. Kam ein Päckchen aus den USA. Und die wollten dann das und das und diese Bestellung und die Rechnung aber haben. Ich hatte gar keine Rechnung. Erstmal, die war ja in der Packung drin. Es wurde alles ausgedruckt, dort ging nichts, da hatte ich keinen Drucker, also musste ich die ganze Scheiße wieder los. Nach Wangen rein, habe ich dann einen Drogeriemarkt gesucht, ob die was ausdrucken können, habe ich keinen gefunden. Und bei der Firma Hilti, die eine Bohrmaschine macht, bin ich einfach reingelatscht und hab dann eine Angestellte, eine Verkäuferin oder so gefragt, ob die mir mein Handy abfotografieren könnte. Quasi das Screenshot kopieren und kopieren. Und dann hat sie gesagt, das wird besser noch sein, wenn du mir E-Mails die Screenshots schicken und ich ausdrucken, Teil die war von der Tonholz. Die hat mir echt einen Arsch gerettet. Sie hätte ich wahrscheinlich von der Zeit her geschafft, wenn ich nur bis halb drei arbeiten würde. Und ich war schon halb drei, schon drei. Da eben rumgegangen bin. Oh Mann, hab ich das genervt, so ein Stress. Nur weil die keine anständigen Papiere mit reingemacht haben. Wenn die direkt nur mit reingemacht, wäre es alles gar kein Problem gewesen. Dann hätten die den Zoll hoch aufgerechnet oder was die Einfuhr, Gebühren und den ganzen Scheiß. Aber die hatten ja nichts. Das war echt nervig. Eifrig, habe schon gelesen, dass das aus den Vereinigten Staaten kommt. Wenn ich das gewusst hätte, würde ich es niemals, aber oft. Der Abschied war es ja auch nicht. Und dann noch diese teure Versand. Ist die einzige Stelle, wo man bei der Nordschleife sich ein bisschen erholen kann. Das ist hier die lange Strecke. Da muss nur auf dem Stempel stehen. Und ab dafür. Ah, da unten, ist mein Rest zu sehen. Also schauen wir mal, mein Vorsprung von über 8 Sekunden ist gerade noch auf 0,8 abgesackt. Müsste hier einige Sachen austauschen, so Spureinstellungen, Sturz. Spoiler geht leider nicht, das ist ein bisschen blöd. Aber das ist zu langweilig für das Thema. Das ist sehr langweilig, das teilweise eine Maschine einstellen oder testen, wenn wir runterfahren, testen, da einstellen und. Und da ist eine glatte Nase rumgehört. Shit, shit, shit. Oh Mann. Ich kann mich mal auch abschalten. Guck mal das an. Bitte hier umsprungen. Also dieses ohne Traktionskontrolle ist kein Machbar. Wenn man wieder ablegt, löscht, also quasi nicht gleich springt und drehen die Räder so hoch und wieder aufkommst, oder dann verzwirbelst du dich. Und jetzt einfach zu viel so Rüppel mit Kuppen, das halt echt schnell passieren kann. Driften vielleicht bereits seit, das ist halt. Ich will jetzt wieder hinter mir. Ich weiß gar
Film zu schauen. Das macht im echten Leben ja auch. Es ist ganz gut zu wissen, was hinter einem vorgeht. Kann ich wieder ummachen? Simulation und in der Zeit, das ist echt, gerade wenn ich das Fenster gucke, dann sieht es genauso. Es ist spät Nachmittag, die Sonne schon dann von einem Boden runtergehen. Da geht es ja rund um die Uhr, also da kann man alles einstellen. Aber irgendwo muss man Kompromisse machen hier. Wahrscheinlich haben die das Regeln hier dann lieber auf die Grafik gesetzt, wo die gar nicht so auch viel besser ist. Und diesmal auf den Motorsound. Die haben sie wirklich cool hingebracht. Gleich zum Vorspiel. Vorspiel. Das Vorspiel. Gut zu Platz, ja, nicht was ich meine. Oh, Traktor, ey. Okay. Und 2 Sekunden. Wenn ich die Spursperre wieder einhabe, würde ich mir 3-4 Sekunden, wenn man so umschleicht. Ich weiß, dass da mehr geht. Steuert. Das ist extrem, ich muss da ein bisschen die Stabi ausräumen, die Stabi lockern, die Vorderhand ist zu steif. Hier zu steif, aber zu stark. Rhythmus nur zu finden, wenn du mal verlierst. Ja, mit Rädern ziemlich schlecht. Das ist halt so eine Sache, wo man runterschalten würde im echten Leben. Das macht er halt leider nicht. Dann bist du sehr untertourig und du kommst lieber aus der Kurve richtig raus. Aber die kleinen Karussell. 9,7 dennoch. Ich habe festgestellt, dass ich mit meiner normalen Serienleistung mit 500 PS besser zurechtkam als mit knapp 700 PS, die ich da auf Tuning. Schön was. Aber das ist viel besser zu handeln. Ja.
ist nicht echt so bemerkbar, dass er laut so recht leicht und nicht alles ist. Es ist viel, aber nicht alles. So, mal gucken. 709, also ist ja kein Dings. 13 Mille für 3 Runden, das ist echt sporadisch. Mal kurz schauen. Kurz ein bisschen relaxen an dieser Stelle. Starschweimer, guck mal, ich habe da das Nummernschild nach meinen Initialen gemacht. Und nach meinem Baujahr. Hier natürlich meine geliebte Heimatstadt. Böden und wenn die so flach sind jetzt unter die Unterböden. Früher gab es diese Abdeckung nicht. Jetzt ist das ja bei den Sportwegen fast gang und gäbe, dass da unten abgedeckt ist. Das bringt natürlich einen Auftrieb, wenn du da mal, wenn mal Luft drunter ist. Ach, das, was nicht passieren soll. Ja, der Ground Effekt. Jetzt hier, schau mal. Wie heißt das Ding da oben nochmal? Muss man nachschauen. Es wird dann relativ unruhig. Und anbremsen und so. Naja, da kommt schon richtig ins Schwimmen. Da hatte ich auch eine Bremsbalance noch nicht verstellt. Da 50-50. Bei 50-50 tun natürlich die breiteren Hinterreifen mehr verzögern im Verhältnis. Und die Hinterachse ist eigentlich nicht so gut, wenn die mehr bremst. Weiß man, was passiert. Sieht man ja schon am Fahrrad, wenn man die Hinterbremse bremst, was dann passiert. Die dann zu rutschen, wenn es zu stark ist. Und so ist es beim Auto genauso. Ja, sie hat so einen krassen Negativsturz drin, das sieht man ab und zu. Da sieht man es, der steht quasi so breitbeinig da. Wenn du gerade bremst, bremst du halt nicht mit der ganzen Breite vom Reifen, sondern nur mit dem, was halt aufliegt. Und das ist teilweise nur gerade mal die Hälfte von der Breite. Aber so in der Kurve liegt er dann wieder gerade. Und dann macht das dann wieder Sinn, dass die so gestutzt sind, ein negativer Stutz. Das ist gerade extrem. Hier auch, hier sieht man es auch als Hinterrad, wie es schielt quasi. Ansteuern hier, kurz mal Licht. Wird schon langsam düster. Das ist ja gar nicht geil. Ich habe sofort der Grip verloren und die Reifen ist dreckig. Kann am besten gar nichts machen da. Weder
noch zu arg bremsen, noch zu arg lenken, noch Gas geben. Aber komm, dass man schnell möglich wieder irgendwie ohne große Rückarbeit bewegen und wieder zurück auf die Strecke kommt. Jetzt hier kann ich so, alles gut gekriegt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, war irgendwie. Okay. Schön umfahren und Sport machen. In Formel 1 geht's nicht, das sitzt da im Knick. Jetzt schauen wir mal. Man kann ja hier auch Fahrzeugwechsel machen. Und zwar, wo ist der gute Zuchenhauser? Hier. Hm. 356 Kilowatt. Doof. Drei fünf acht mal 1,36 gleich sind 486. Über 98%. Wir haben hier ein Nordschleifen-Setup mit 3,51. Mal 1,36. 477 kW. Okay, dann müsste. Moment. Ah, schauen wir an, das da. Hier, 366 müsste dann genau die 500 ergeben. Ja, mal 1,36, 497, ja. Also nicht ganz. 3 kW mehr. Ja, wär's das aber, das passt so. Okay, mal schauen. Aber ich kann das probieren. Ne? GS 50. Und Rennweich. Ah, jetzt schauen wir hier. Ein bisschen höher. Gerade bei den Hubbels ist besser, wenn der ein bisschen Platz hat. Dann sieht man immer öfters mal, dass hinten die. Ah ja, schau mal. Hier 3,3 ist ein extremer Sturz. Und Platz hat sie dann noch nichts mehr. Setup, da kann sein, dass ich hier überhaupt nicht so arg auf Front gehen muss. Mal runterschalten, ich schalte gerade. Ist so krass, wie schnell man sich daran gewöhnt, denn die, vor allem Einstellungen, deswegen brauchst du dann immer mal so eine halbe Runde, bis du dich über das Neue eingestellt hast.
Teil, dass man so ein Spiel ein Heckspoiler mit verstellen kann. Also in Wirklichkeit kann man das verstellen, zumindest im oberen Teil. Dafür ist der ja da. Bei dem Wagen hier, dann kann ich ja direkt auf die Rennstrecke gehen. Abholen auf die Rennstrecke. Das ist ja das Faszinierende an dem Karren. Ebenso im GT3. Wir sind auch eben auch in der Nähe. Das ist absolute Rennschleuder. Ja, die Reifen, wo die haben, das sind so Art Semi-Slicks oder. Also für schlechtes Wetter sind die ungeeignet, dass die Zulassung sind, finde ich so krass. Hätte ich niemals erwartet, dass ich noch was für eine Macht solche Großkonzerne haben oder solche. Gerade VW in dem Fall. Weil der Reifen, wo man eigentlich taugt und so weiter auf der Straße, ist schon heftig. Ich will den Winter im Sommerreifen ungefähr schon Benzin. Solange es trocken ist, ist alles super, aber dann ist es schwierig. Das soll wahnsinnig sein. Also ich bin ja natürlich noch nie gefahren. Also nicht im Arsch, Bock oder im UC, was ich immer wie heißt. Dass der Ton gut ist. Ich habe ja keine Ahnung, wie weit ich das bringt. Jeder Motorsound, auch mein Geschwafel. Das Mikrofon, was kann, das habe ich mit Trans Wireless, das habe ich auch immer meinem PC angeschlossen. Mit OBS. Ich habe noch ein zweites geholt. Und solange ich den zweiten Controller, wo der das Mikrofon quasi drinsteckt, wenn ich eingesteckt habe zum Laden, macht halt keine Probleme, sobald ich aber einstecke, brummt er. Wie früher bei den Autos, im Autoradio, wenn das richtig entstört war, hat man ja da auch die Lichtmaschinengeräusche gehört. Und so ähnlich hat sich das dann total scheiße. Nicht scheiße, ob sie getragen wird, vielleicht weiß ich nicht, aber gehen wir davon aus. Naja, also. Ich merke bei dem Setup, dass das wesentlich besser wird als es vorher. Aber es ist ja der eigene, ich ziehe mal noch hier hin. Flatter hier. Wenn man überhaupt nicht so aggressiv war, auf Zeitenjagd gehen, dann muss man noch eine Einführungsrunde. Und ich merke schon deutlich, dass es viel harmonischer eingestellt ist. Das Wetter ist genauso wie da gerade, wenn du da reinfährst. Ist auch gefährlich, wenn du keine Traktionskontrolle hast. Passiert immer sowas, dass der gerade in der Kurve dann der Wagen ausbricht. Aber dafür ist die erste Runde da zum Ausprobieren. Das
halt recht schwer, ein Auto einzustellen, wo auf so viele Gegebenheiten, wie es in der Nordschleife ist, auf alles funktioniert. Also da gibt es halt wirklich krass, also gerade diese Serpentinen oder Spitzkehre, dann lange Gerade, dann lange Kurven, Höhenunterschied, dann diese Bodenwellen. Das ist wirklich nicht einfach. Deswegen jetzt die Einstellungen von mir sind noch lange nicht perfekt. Ich habe mal schon überlegt, ob ich damals mit online einfach ein Setup stehle von einem anderen, aber ich kam mit dem Setup überhaupt nicht klar. Und so fährt jeder, anders und vielleicht auch noch streamen. Also kann sein, der eine fährt in der grauen Zeit während der Einstellungen und der Videos kommt gar nichts. So schnelle Rennautos genutzt, der Formel 3 noch. Formel 1 und 5 war es einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ja, ich habe immer noch wie bei Monaco sind genauso. Ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber da ist halt Prestige, da sitzt der Geldadel. Jetzt wäre diese Strecke da in Monaco schon längst weg. Aber da geht es halt um große Kohle. Da werden Verträge gemacht. Und unterzeichnet, Werbedeals und die ganzen Partys da über dieses Wochenende werden überall gezeckt, begiftet wahrscheinlich auch und dann mal die einen oder anderen Verträge abgeschlossen. Deswegen werden ja jetzt auch immer mehr so Ölländer mit dem Formel 1 Kalender genommen, wo sich da unten fast keiner das leisten kann, da kommen fast nur Leute angereist, von weit her. Das war übrigens damals in Jerez, da in Portugal ähnlich. Das war in einer Gegend, wo wirklich Leute gar kein Geld hatten. Die haben da echt in so Ghetto auf Boden gewohnt, hat fast schon die Favelas in Brasilien ausgesehen, die Weltlächeln. Das war ein unmittelbar neben der Rennstrecke. Also, hier ist Multimilliardengeschäft. Ne? Und neben die böse Armut. Das ist ein Paradox. Das ist mit in Europa alles da. Thank you.
Also daher sehr hohen Prestige. Also jeder Fahrzeughersteller will da nicht schnell sein. Diese Referenzstrecke kennt ja eigentlich jeder Rennsport-Fan und Autofan. Wenn du da gut abschneidest, dann ist das immer was Positives für dein Marketing natürlich. Geil, diese Analoguhr, ich weiß gar nicht, ob der neue noch hat, da mitten auf dem Dashboard oder wie gesagt, ein Armaturenbrett mitten drin. Für die Rundenzeiten ist schon geil. Also weit wurde da schon vorausgeschaut, dass die Autos zum Renneinsatz kommen. Stelle, weil du extrem zumachen musst unter der Kurve. Und hier geht's auch. Auf die nächste Kurve da hinten. Du musst auch extrem runterbremsen. Das fliegt schön ins Fußbrett raus. Ich glaube, da bin ich damals reingeflogen. Damals, wo ich noch am Dreh war. Also die Fußbretten gibt's nicht. Außerdem ist die Endausgang da sein, dass die Wege rausgenommen haben. Aber da bin ich irgendwo in das Fußbrett reingefiffen. Aber ich weiß nicht, wo das war mehr. Keine Ahnung. Wie gesagt, damals kannte ich die Strecke überhaupt nicht mehr. Habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Ich kannte die nicht, weil da gab es halt einfach keine Spiele, wo diese Strecke so gut simuliert wie heute. Da konnte ich nur mal auf der Landkarte, Straßenkarte gucken, wie der Streckenverlauf ist, aber da, das kann ich vergessen. Ich musste schnell ein paar Runden fahren. Und das ging ja gar nicht bei der zweiten Runde, wo ich da gefahren bin, wenn es mir rausblickst. Ja. Dann hieß es mit dem Hänger nach Hause, Abstellwagen. Das war schon scheiße. Das ist ja auch nicht peinlich. Man schämt sich dann irgendwie. Da stehen dann auch Leute und klotzen zu. Hey. Und denken, boah, hier da. Der Rudi, der Renner, Rennfahrer Rudi hier, und dann baut er den Scheiß. Dann johlen sie, die freuen sich ja wirklich. Das sind eigentlich gehässliche Menschen so. Ja. Wenn ich heute sehe, was der M3 auf dem Markt für eine Wertsteigerung hingelegt hat, also das ist ja echt schon krasser als der Rolex Daytona im Verhältnis. Dass der jetzt inzwischen für einen mittelmäßig guten Wagen schon um die 50 Mille zahlen muss. In Euro, also schon krass. Und da so ein meiner Zustand hat ungefähr so an die 70 liegen muss. Heftig. Wirklich billig war nie, aber es gab Zeiten da. Vielleicht günstig gekriegt noch. Gerade zur Mitte der 90er. Durch seine Seltenheit war der halt auch so teuer am Anfang an schon. Ja, 5000 wurden da mal gebaut, das war ja damals mit der Homogenisierung, dass er eine DTM teilnehmen kann. Oder mit M3, was man da macht. Es war wirklich der M3, also echt der wirklich der M3. Danach, das war eigentlich so, das ist so M3 für die Massen, während der erste noch ein richtiger Rennwagen war. Eigentlich nur für die Rennstrecke entworfen und geführt wurde.
die Konkurrenz, weil der 190er Mercedes, und den hatte ja im Prinzip Mercedes schon als Großserie laufen. Der BMW M3, der 30er, der E30er damals, gab es zwar auch schon, aber das war ein komplett anderes Auto. Das sieht ihm zwar ein bisschen ähnlich, aber im Prinzip ist es ein komplett anderes Auto. Es ist, glaube ich, viel von dem gleichen. Ich weiß nicht, zwei Teile. Frontscheibe oder so. Ich glaube, dasselbe. Oder so ein Schieß da noch. Und dass sie das gemacht haben, damals hat es doch keine Rolle gespielt. Das Geld und so. Jetzt wie heute. Wo nur noch Gewinnmaximierung bei den Konzernen im Vordergrund steht. Das Interieur vom 7er und 5er reinkommt, der Schalter, Hebel und alles. Und das früher war früher halt alles separat. Auch beim 8er BMW, beim 850 damals. Die meisten Leute von heute kennen den ja nur noch vom Quartett oder aus dem Bilderbuch. In seiner Zeit, als der rauskam, war das eine Waffe. Der hat BMW wirklich. Keine, da wie wenn sie gesagt haben, hey, wir lassen mal gucken, was möglich ist. Vom Feinsten, oder wie vom Feinsten. Und das Resultat war dann, das Auto war der Knaller. Aber er hat trotzdem das Duell gegen Mercedes SL damals verloren, weil der SL noch zusätzlich ein Cabrio war und günstiger als der 8er. Er wurde im Prinzip ein Flop. Vom Verkauf her. Inzwischen war es Weltklasse. Oder? Da hat BMW wirklich alles, alle Züge frei gehabt. Und das Ding hat sich total aus dem Rahmen gelaufen. Nein, der Riesenmotor, das da drin war. Mit 12 Zylinder. Wahnsinn. Das kann man nicht zeigen. C840er i, der hatte den 4 Liter V8 Motor, den hatte ich später, ich hatte den 540 i, und zwar der gleiche Motor, der ein Drehmoment, der sagen hat, und hat dann nicht mal so arg gesoffen. Ich habe damals Chip-Tuning gemacht, das war das erste Mal, der hatte 286 PS am Berg, und ich habe Chip reingemacht, hat 50 PS mehr gehabt, und hat aber dann noch 2 Liter weniger Sprit gebraucht. Also es war echt krass, da ist mehr Leistung, aber das Auto braucht aber weniger Benzin. Das war echt super. Ja, das war der gleiche Motor mit dem 8er. Schöner 8-Zylinder. Super Sound. Und dann am Rennen halt einen Sportauto habe ich drauf gemacht. Und Fahrwerk, Felgen. Manchmal habe ich den serienmäßig gelassen. Der kam schon brachial daher, da hat er auch diese breiteren Nieren. Die 8-Zylinder-Modelle hatten breitere Nieren bekommen als die 6-Zylinder. Sah ja gut aus. Ja, schönes Kerlchen. Das aus so ein Hubbel, wo die Räder abheben, wenn du da schon noch nicht gebremst hast, dann musst du vor dem Hubbel musst du bremsen. Und dann wird verpassen, dann ist dann fliegst du ab. Ohne Wenn und Aber. Ich habe oft immer erst gebremst, wenn ich da quasi im Hubbel war, und da ist natürlich dann kein Bremswirkung. Der Bock in der Luft hängt. Gekommen.
Genauso schnell gefahren wie der vorher mit 500 PS. Ja, und kein Fehler eigentlich. Oder kein gravierender zumindest. Kein Einschlag, Dreher oder sonst irgendwas. Also sieht man schon, dass der wesentlich stabiler lag. 703. Ich mag schon was gucken. Ich hatte hier einen Geist. M3 Sport Evo. Nee, da ist leider keiner drin. Also ich habe viele Sachen gelöscht, sehe ich hier auch. Da oben. Hier die ganze Rangliste. Was da oben? Dann die Wiederholungen sind weg. Da war auch die Formel 1 Wiederholung drin. Da ist es. Irgendwie alles gelöscht. Ich wollte eigentlich nur die Bilder löschen und nicht die ganzen Wiederholungen. Naja, das ist halt so. Mal verschärft aus das Teil, oder? Im Kohlefaser-Look. Und hier vorne. Das ist alles Kohlefaser. Und da hinten auch. Ist überhaupt, ja. Ja, Carmen Ralf, genau. Carmen und ich. Carmen, der Automann. Und F16. Hatte mein Motorrad damals genau die Nummer. So. Walzen da. Ist schon geil. Ja, ist auch eigentlich schade, dass jetzt die BBS japanisch oder chinesisch ist. Und es wird noch viel, viel Firmwärtsauswahl geben. Die werden jetzt in Corona wieder alles runterfahren. Wird viel pleite gehen und dann werden die Geier schon warten. Hedgefonds aus USA und China. Und die haben ja eh schon viel aus Berlin eingekauft. Und das gibt's mal her. So. Ja, ist eine Schande. Eine Schande. Das Volksvermögen. Verramschen. Ja. Oh, Junge, Vater. So einen großen Zipfel. Das geht ja nicht. Was tut denn die schon wieder ihr Seil essen? Nein, so geht das nicht. Du. Rupfen, ja. Nicht fressen. Okay. Komm. Das ist einfach ein Pionier. Der war auch hier. Da kann man nichts sagen. So. Wir müssen laufen jetzt, gell? Ja. Wie gesagt, ja, muss los kurz. Muss los. Aber ich habe irgendwie noch Lust nachher. Und zwar auf. Siebener.
Absolut. In hier. 997. So steht's geschrieben. Sportweih, Junge, Junge, Junge. Das sind natürlich die Straßenreifen. 100% Nordschleife X Trauben. Na, 5 Milli ist nicht viel, aber besser ist nicht, wie tief der hier unten sitzt. Ah, Stabis. Ja. Interessiert das jetzt? Moment. Kopfrechnen bin ich nicht so gut. 433 hatte der damals, das ist schon gut. Alle rein, oder? Ja, das ist halt, die Hinterräder drehen durch, die vorne haben einen Mördertrip. Boah, mal den Sound, da ist der nicht brennen. Ja, aber der lenkt sich so leicht gerade. Gleich zu den Ebenen. Entschuldigung. Fast so was passiert wie in Wirklichkeit, da gibt es ein Video, auf YouTube, wo hier einer abschmiert. Na, hier im Galgenkopf. Volles Rohr, vernagelst den Horn Porsche und der Wagen ist nahezu total zerstört. Das war glaube ich aber Touristenfahrten, also am Tag der offenen Tür und so. Normalen Tag. Für jedermann. Aber der Typ hat einen Plan, also es war ein Rennfahrer und als sein Auto war volles Rohr zerlegt. Das hat mir richtig gut getan. Der Typ hat auch ein wunderschönes Auto. Der Typ war ja fit noch, nicht rasiert groß. Ich glaube, das wäre schon sicher mit dem Käfig und so. War so. Aber der Sound ist doch geil, oder? Das ist also so nicht anders. Kommt die Männer, die Sound Designer. Yeah, macht das Bock. Ich bin gerade reingefahren, habe einen hinten quer gestellt und bin die Kurve einfach mal durchgebrannt. Gummi liegen lassen. Oh, meine Freunde. Das macht so Spaß. Aber hier, Kacke, aber ich muss, wie gesagt, ich muss ja alle raus. Ich muss los. Verdammt. Ich muss doch los. Jetzt wird es wieder zu dunkel und so. Es geht ratzfatz. Hier. Und,
schon mal reingucken, wollte ich schon. Wo sind meine Chucks, Schatz? Moment. Wie sie hier an den Laufen jetzt sind, gehen wir jetzt gleich, lass sie mal. So, Freunde, meine Schuhe. Ja, Mann, da bin ich rausgekrachelt. So, wow, guck mal, wie geil der Wagen ist. Das ist auch schön, wirklich. Der 997er. Hinten habe ich die Pferdchen für Stuttgart. Röschen. Rössle. Guck mal, da genau, das war die Stelle. Wow, schau mal, ist das geil, oder? Ist das nicht geil? Mann, Mann. Das war die Stelle, wo ich meinte, da reingepfiffen bin. Jetzt hier richtig schön reinbrennen. Ah, da sieht man es nicht so gut. Schade. Das macht echt Spaß, verdammte Scheiße. Tippen, sonst siehst du den Rauch nicht, wenn du Stopp machst, dann ist einmal der Rauch weg. Da, guck mal an, wie geil der rutscht. Da stehen die Räder schon wieder gerade und lässt einfach nur rüber selbst arbeiten. Schon geil. Macht das was. Das siehst du. Ist zu weit, oder? Nee, geht noch. Schon. Oh, geil. Das Rote wird ein bisschen mehr rauskommen. Mhm.
wissen wir auch, wie die Räder stehen. Das ist richtig hier Negativsturz von und hinten. Aber so wie sie da abstehen, sind sie auf der anderen Seite jetzt richtig auf dem Asphalt. Und da sieht man dann den Sinn der Sache. Hier stehen sie runter, also hier sind sie richtig, stehen sie ab vom Boden. Auf der anderen Seite aber liegen sie mit ihrem kompletten auf, siehst du? Und deswegen sind sie dann in der jeweiligen Kurve, liegen die dann echt wie auf Schienen. Sonst wäre der Reifen jetzt so wie hier, wenn es ganz gerade stehen würde, der Sturz, dann würde er in der Kurve so stehen wie jetzt. An der Seite. Also hätte dann eine minimale Auflagefläche und würde deswegen dann rausrutschen und so macht es dann halt so viel mehr Sinn. Da sieht man es eindeutig. So. Jetzt muss ich leider los. Aber noch kurz gucken, was rauskommt. Was für eine Schüssel heute gibt. Ah, es kriegt bestimmt wieder den Dudu da. Was ist denn das, ein Audi oder was? Ne, sieht man doch, ein Audi. Ja, gut, kriege ich ein Audi, aber dann habe ich es auch schon dreimal gekriegt. Oh mein Gott, und das Scheiße ist, dass ich es nicht verkaufen kann. Das wäre geil, wenn ich sie hier verschachern könnte. Aber da geht null. Ich dachte gerade, ist der Heck innen. Der Reik innen. Ja, Mann. Wir schauen hier, Menü. Wie viel der Tag? 825 Stunden. 369 Tage. Genau, 4 Tage, 1 Jahr und 4 Tage. So, mein Freund, dann wünsche ich noch eine gute Zeit. Ich denke, ich komme nachher nochmal rein, wenn ich zurück bin, aber jetzt muss ich erstmal die Besi. Besi ist immer Nummer 1. Klar, die kann nicht aufs Klo gehen. Bis dann, der stabil, gell? Leute, ciao, danke.